Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die NATO und Russland, ehemals Feinde im Kalten Krieg, sind jetzt Partner. Sie wollen künftig gemeinsam den Frieden in Europa sichern. Die Staats- und Regierungschefs der Allianz und der russische Präsident Jelzin unterzeichneten heute in Paris den mühsam ausgehandelten Sicherheitspakt. Damit ist nun auch der Weg frei für die Osterweiterung des Bündnisses. Für Verwirrung sorgte Jelzin in Paris mit einer überraschend angekündigten Abrüstungsinitiative. Danach sollen russische Atomraketen keine Ziele mehr in NATO-Staaten bedrohen. Ich habe soeben beschlossen, so Jelzin, alle Nuklearsprengköpfe abbauen zu lassen, die gegen ihre Länder gerichtet sind. Großes Erstaunen bei der NATO, aber auch bei der russischen Delegation und ein Jelzin, der sich diebisch freut über den Überraschungscoup. An der feierlichen Unterzeichnung der Gründungsakte im Pariser Élysée-Palast nahmen alle Staats- und Regierungschefs der 16 NATO-Staaten, der Generalsekretär der NATO und Präsident Jelzin teil. Sie sprachen von einem historischen Ereignis. Damit werde ein Schlussstrich gezogen unter ein halbes Jahrhundert Ost-West-Konfrontation. Gastgeber Chirac sagte für alle, heute schließen wir Frieden. Der Fall der Berliner Mauer vor 8 Jahren, so Chirac weiter, war der Beginn der Hoffnung auf ein friedliches Europa. Die Gründungsakte sei ein Erfolg für Russland, für die NATO und für Europa. Die letzten Reste des Kalten Krieges seien verschwunden. Dann die Zeremonie der Unterzeichnung. Zunächst setzen Jelzin und NATO-Generalsekretär Solana ihre Unterschrift unter die Akte, dann die anderen. Sie verpflichten sich zu einer engen Kooperation in allen Fragen der europäischen Sicherheitspolitik. Der Weg für die Osterweiterung der NATO ist frei, die Russland nach wie vor nicht gutheißt. Die NATO-Mitglieder erklären, dass sie in den neuen Mitgliedstaaten keine Atomwaffen stationieren werden. Wenn wir heute unsere Partnerschaft vertiefen, so der amerikanische Präsident, werden wir alle stärker, haben wir alle mehr Sicherheit. Die historische Veränderung unserer Beziehungen resultiert daraus, dass wir anders über uns und über die Zukunft denken. Feierliche Töne auch vom deutschen Bundeskanzler. Dies ist der für jedermann sichtbarste Ausdruck der Überwindung der Teilung Europas. Und was wichtig ist, diese Zusammenarbeit richtet sich gegen niemanden. Am Ende der Zeremonie wurde Präsident Jelzin regelrecht gefeiert. Historischer Tag, Sieg der Vernunft, das endgültige Ende des Kalten Krieges. Die Teilnehmer an der Unterzeichnung der Grundakte sparten nicht mit Superlativen. Jelzins überraschende Ankündigung, die auf die NATO-Staaten gerichteten Atomsprengköpfe abzubauen, wertet die NATO als Beweis dafür, dass Russland den Inhalt der Grundakte ernst nimmt. Nach der feierlichen Zeremonie im Élysée-Palast traf sich Präsident Jelzin mit Bill Clinton in der Residenz des amerikanischen Botschafters in Paris. Thema Nummer 1, was Jelzin denn nun genau mit seiner Ankündigung meinte, dass Russland alle NATO-Staaten nicht mehr mit Atomraketen bedrohen wolle. Bislang waren nur die Amerikaner nicht mehr in Moskaus Visier. Boris Jelzin stellte noch einmal klar, dass seine einseitige Abrüstungsinitiative umgesetzt wird. Über technische Details müsse noch einmal später gesprochen werden. Zuvor hatte es nach der Zeremonie im Élysée-Palast Verwirrung gegeben, ob die Gefechtsköpfe tatsächlich abgebaut oder nur umprogrammiert werden. Außerdem sprachen die beiden Präsidenten über weitere vertrauensbildende Maßnahmen, darunter die noch immer fehlende Ratifizierung des Abrüstungsvertrages START II. Die russische Duma verweigert bislang die Unterzeichnung dieses Abkommens. Am Rande des Treffens deuteten politische Beobachter die heutige Unterzeichnung so. Jelzin musste das Problem NATO-Osterweiterung hier in Paris beiseite räumen mit Blick nach vorn. Denn die Beziehungen zum Westen sollen ungetrübt sein, wenn er am 20. Juni zum Wirtschaftsgipfel nach Denver reist. Der Vorstoß von Jelzin hat den Blick auf die Waffenarsenale der Großmächte gelenkt, die trotz aller Abrüstungsverträge immer noch beträchtlich sind. Wie in den USA lagern auch in Russland weiterhin Tausende von Atomwaffen. Um deren sichere Aufbewahrung machen sich viele Experten im Westen schon seit langem Sorgen. Sie waren die mächtigsten Waffen der Kremlherren und der Stolz der Sowjetunion. Die Atomraketen, die mit ihrer tödlichen Fracht jeden Punkt der Erde erreichen konnten.
Auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion blieben die Raketentruppen die wichtigsten Truppen der russischen Armee. Und im Gegensatz zu fast allen anderen Waffengattungen konnten sie, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ihre hohe Kampfbereitschaft halten. Die heutige Ankündigung Jelzins bedeutet aber nicht, dass nun die atomaren Sprengköpfe abgebaut oder verschrottet werden. Nach Meinung russischer Experten werden lediglich die Zielcodes aus den Computern entfernt. Sie können ohne technische Schwierigkeiten jederzeit neu eingegeben werden. Eine endgültige Beseitigung der atomaren Gefahr würde erst die Verschrottung aller Raketen bringen. Die nächsten Schritte dazu sind zwar schon vorgezeichnet, das START-2 und START-3-Abkommen, doch bislang hat das russische Parlament nicht einmal das START-2-Abkommen ratifiziert. Der langjährige DDR-Spionagechef Wolf ist heute zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht verhängte außerdem eine Geldstrafe von 50.000 Mark. Der 74-Jährige, so die Richter, hat sich der Freiheitsberaubung schuldig gemacht, als er in Zeiten des Kalten Krieges 3 DDR-Bürger und eine Westberlinerin entführen ließ. Ein erstes Urteil gegen Wolf wegen Landesverrats war vor 2 Jahren aufgehoben worden, nachdem das Bundesverfassungsgericht die Spionage vom Boden der DDR aus weitgehend straffrei gestellt hatte. Hände weg von Markus Wolf stand auf einem Plakat, das Anhänger des Ex-DDR-Spionagechefs zu seiner Begleitung trugen. Am Arm seine dritte Frau, Andrea, betritt der 74-Jährige den Gerichtssaal. Seine Anhänger applaudieren, reichen ihm Blumen. Der bewiesenen Mittäterschaft schuldig, lautet das Urteil für den ehemaligen Leiter der Hauptverwaltung Aufklärung bei der Staatssicherheit. Ein politisches Urteil, kommentiert er später. Als DDR-Bürger erkenne er es nicht an, wohl aber vor dem Hintergrund der Wiedervereinigung. Wenn also der politische Hintergrund die Geschichte seit dem 3. Oktober 1990 nicht wäre, wenn man das verdrängen könnte, hätte man sagen können, es war ein sehr ordentliches Verfahren. 3,5 Jahre ohne Bewährung hatte die Bundesanwaltschaft gefordert. Der Vorwurf der Spionagetätigkeit war darin nicht berücksichtigt. Den hatte das Bundesverfassungsgericht vor 2 Jahren ausgenommen. Die Vorsitzende Richterin begründete das Strafmaß mit krimineller Mittäterschaft. In 4 Fällen habe er Freiheitsberaubung, Nötigung und in 2 Fällen vorsätzliche Körperverletzung organisiert. Der schwerwiegendste Fall, die Entführung eines geflohenen Oberst des Ministeriums für Staatssicherheit aus dem Westen zurück nach Ost-Berlin. 10 Jahre hatte Oberst Träne in diesem Zuchthaus gesessen. Er besichtigte es noch kurz vor seinem Tod 1993. Die Ermittlungen hatten Markus Wolf die aktive Beteiligung an diesem und den anderen Fällen nachgewiesen. Aufrechten Gangs verließ er heute das Oberlandesgericht als fast freier Mann. Das Bundesverfassungsgericht hat heute über die bayerische Sonderregelung zum Abtreibungsrecht verhandelt. Vom 1. Juli an sollen danach Ärzte nicht mehr als 1/4 ihrer Einkünfte aus Schwangerschaftsabbrüchen beziehen dürfen. 2 Mediziner, die in Bayern Abtreibungspraxen betreiben, wollen das Gesetz bei einstweiliger Anordnung stoppen lassen, weil sie sich in ihrer beruflichen Existenz bedroht sehen. Das Gericht will seine Entscheidung am 24. Juni verkünden. Abräumen der Prozessakten nach 7 Stunden Verhandlung. Selten ist so intensiv über eine einstweilige Anordnung vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt worden. Gefühle, einer der Kläger danach. Erschöpft und sehr zuversichtlich. Ich glaube, dass das Verfassungsgericht tatsächlich seine Entscheidung über die einstweilige Anordnung von der heutigen mündlichen Verhandlung abhängig gemacht hat. Und ich glaube, wir werden gewinnen. Zuvor hatten die beiden Ärzte ihre Verfassungsbeschwerden begründet. Das bayerische Gesetz sei verfassungswidrig, verstoße gegen die Berufsfreiheit und Eigentumsgarantie. Nach diesem Gesetz dürfen Abbrüche in einer Praxis nur durch Gynäkologen vorgenommen werden. Zudem dürfen nur 25% der Praxiseinnahmen aus Schwangerschaftsabbrüchen erzielt werden. Bei diesen gesetzlichen Vorgaben, so die Kläger, müssten sie am 1. Juli, wenn das Gesetz in Kraft treten soll, ihre Praxis schließen. Das beeindruckte die Vertreter der bayerischen Staatsregierung wenig. Der Schwangerschaftsabbruch sei zwar straffrei, bleibe aber trotzdem rechtswidrig. Das sei vom Grundgesetz nicht geschützt. Kein Meinungswandel am Ende der Verhandlung. Selbstverständlich bleibe ich nicht nur bei der Einschätzung, sondern ich kann nur immer wieder zum Ausdruck bringen, dass das, was Bayern als sogenannten Sonderweg auf den Weg gebracht hat, das beinhaltet, was das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1993 festgelegt hat. In einem Punkt aber gerieten die Vertreter aus Bayern in die Klemme.
Können Sie garantieren, dass nach dem 1. Juli für jede Frau in Bayern ein Abtreibungsarzt ohne Probleme zu erreichen ist? Die vagen Antworten ließen beim ersten Senat Skepsis erkennen. Im Vatikan hat Papst Johannes Paul II. Heute mit den deutschen Bischöfen über die Rolle der katholischen Kirche bei der Schwangerenberatung gesprochen. Das erste derartige Treffen in der Nachkriegsgeschichte war wegen großer Meinungsverschiedenheiten unter den Bischöfen einberufen worden. Nach Angaben des Vatikans will der Papst in den kommenden Wochen eine Entscheidung treffen. Ein Teil der deutschen Bischöfe lehnt es ab, schwangeren Frauen nach der Beratung Bescheinigungen auszustellen, die sie gesetzlich zur Abtreibung berechtigen. Der amerikanische Präsident Clinton muss sich nun doch auf ein Verfahren wegen sexueller Belästigung einstellen. Der oberste Gerichtshof der USA hat heute entschieden, dass Clinton in der sogenannten Paula Jones-Affäre keine Immunität genießt. Der Präsident hatte beantragt, die Schadenersatzklage der früheren Staatsbediensteten bis zum Ende seiner Amtszeit auszusetzen. Paula Jones beschuldigt Clinton, er habe sie als Gouverneur von Arkansas sexuell genötigt. Der Präsident bestreitet das. Die neue Regierung des selbsternannten Staatschefs Kabila in Kongo hat alle parteipolitischen Aktivitäten und Kundgebungen in der Hauptstadt Kinshasa verboten. Nach Einschätzung von Diplomaten sollen damit vor allem Massenkundgebungen unterbunden werden, die von der Opposition angekündigt worden sind. Die Opposition will jedoch trotz des Verbots an einem für morgen geplanten Protestmarsch festhalten. Ohne greifbare Ergebnisse endete heute auf der Sinai-Halbinsel ein Gespräch zwischen Ägyptens Präsident Mubarak und Israels Ministerpräsident Netanyahu. Beide wollten den festgefahrenen Friedensprozess im Nahen Osten wieder in Gang bringen. In Sharm el-Sheikh sei ein neues Gespräch vereinbart worden, sagte Präsident Mubarak vor Journalisten. Israels Regierungschef sprach von einem positiven Anfang. Mubarak und Netanyahu suchten nach einer Kompromissformel, die Israel und den Palästinensern die Wiederaufnahme der seit März unterbrochenen Friedensgespräche erlaubt. Den Tod von zwei Soldaten der deutschen Friedenstruppe SFOR in Bosnien untersucht nun auch die Staatsanwaltschaft Koblenz. Ermittelt wird gegen zwei Unteroffiziere wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung. Aus der Bordkanone ihres Spähpanzers hatten sich am vergangenen Freitag 5 bis 6 tödliche Schüsse gelöst. Als Unfallursache vermutet die Anklagebehörde Unachtsamkeit. Der langjährige Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Wunder ist heute überraschend abgewählt worden. Obwohl ohne Gegenkandidat angetreten, erreichte er bei den Vorstandswahlen auf dem GEW-Kongress in Chemnitz nicht die erforderliche absolute Mehrheit. Nachfolgerin Wunders wurde am Nachmittag die sächsische GEW-Chefin Stange. Damit steht erstmals eine Ostdeutsche an der Spitze einer DGB-Gewerkschaft. Wunder hatte die GEW 16 Jahre lang geführt. Zum Auftakt des 100. Deutschen Ärztetages hat Bundespräsident Herzog heute in der Eisenacher Georgenkirche Patienten und Ärzte aufgefordert, das Gesundheitswesen nicht auszubeuten. Den Menschen müsse bewusst sein, dass sie selbst die primäre Verantwortung für ihre Gesundheit tragen. Die Krankenversicherung sei für das medizinisch Notwendige da, nicht für das sozialpolitisch Wünschenswerte. Zu dem bis Samstag dauernden Ärztetag haben die 17 Landesärztekammern 250 Delegierte entsandt. Der Physiker Manfred von Ardenne ist tot. Er starb im Alter von 90 Jahren gestern in Dresden. Manfred von Ardenne galt als einer der letzten Universalgelehrten. Sein Leben war ein Leben für die Forschung. Sein unermüdlicher Erfindergeist brachte Manfred von Ardenne schon bald den Ruf ein Genie zu sein. Trotzdem blieb der Physiker bescheiden. Genie gar nicht. Aber dass ich universal gearbeitet habe, das ist einfach eine Folge der Entwicklung in unserem Jahrhundert gewesen. Als 15-Jähriger meldete von Ardenne sein erstes Patent an. Im Laufe seines Lebens wurden es über 600. Mit der von ihm entwickelten Dreifachröhre wurden in den 20er Jahren die ersten Rundfunkempfänger gebaut. Wenig später war er es, der auf der Berliner Funkausstellung die ersten elektronischen Fernsehbilder präsentierte. Der Wissenschaftler war stets auch ein Wanderer zwischen den Systemen. Nach dem Krieg holte ihn die Sowjetunion zum Bau ihrer ersten Atombombe. Nach seiner Rückkehr gründete er 1955 sein Institut in Dresden, privat organisiert und dennoch gefördert durch die DDR-Führung. Nach der Wende musste er einen Teil seiner Mitarbeiter entlassen, aber er machte weiter und widmete sich seiner großen Vision in der medizinischen Forschung. Man muss als Wissenschaftler den Mut haben, die großen Themen seiner Zeit anzugreifen. Und ich kannte mir kein anderes Thema, was größer war, vorstellen als den Kampf gegen den Krebs.
Die von Adenne entwickelte systemische Krebs-Mehrschritt-Therapie soll bösartige Geschwüre am Wachstum hindern. Eine Methode, deren Wirksamkeit in der Fachwelt bis heute umstritten ist. Den Erfinder hat Kritik an seinen Erkenntnissen nie gestört. Für ihn war es vielmehr Ansporn, weiter zu arbeiten. Zum Auftakt der French Open in Paris gab es für Steffi Graf einen Zweisatzsieg gegen die Argentinierin Paola Suarez. Auch Petra Begero, Maike Babel und Jana Kanda sind eine Runde weiter. Bei den Männern dagegen sind bis auf den Debütanten Jens Knipschild alle deutschen Spieler schon ausgeschieden. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 28. Mai. Vor der schottischen Nordseeküste hat sich das Hochuwe eingenistet und spendiert einem Streifen von Irland über Frankreich bis nach Italien jede Menge Sonne. Ein Tief westlich von Portugal schickt Regenschauer nach Spanien und Tief Linda lässt es über Osteuropa und dem Balkan gewittern, schauern und regnen. In dieser Nacht überstreichen einige Wolkenfelder unser Land Richtung Osten. Dort bleiben sie dann auch hängen. Deshalb regnet es östlich der Elbe und nördlich der Mainlinie. Stellenweise bilden sich auch Gewitter. Tagsüber im übrigen Land eine Mischung aus Sonne und Wolken, wobei der Westen und der Norden am meisten von der Sonne verwöhnt werden. Der Wind weht mäßig aus Nordwest bis Nord, frischt stellenweise auf und bläst im Allgemeinen in der Osthälfte etwas stärker. In der Nacht kühlt es auf 3 bis 8 Grad ab. Am Tag bleibt es im Osten und an den Nordrändern der Gebirge recht kühl bei Werten um 11 Grad. Am wärmsten ist es entlang des Rheins mit 19 Grad. Die Aussichten? Die Wolken werden spärlicher, die Sonne zeigt sich öfter und die Temperaturen steigen langsam an.